Den Kurator war Enrico Lunghi. Und wir hatten eng gemeinsame Erfahrung gemacht. Das war die Ausstellung Rendezvous Provoqué am Nationalmusee, wo auch Simon Dekker und Antoine Prüm dabei waren, plus holländische Künstler. Und darauf sind Enrico decidiert, wie ihn da genannt wurde als Kommissar, das geheißen hat. Hat ihn als drei gefragt, ob wir bereit wären, über Lützburg auf der Biennale zu Venedig zu vertreten. Und ich habe schon mal für dich Nein gesagt, weil ich die Biennale für Druck gesehen und ich fand, dass die Konditionen für zu schaffen, am Keller vom italienischen Pavillon, dass es immens schwierig wäre, für eine ordentliche Arbeit zu machen, für mich, für die, der weiß, wie ich arbeite. Und dann habe ich ihm gesagt, das begeistert mich nicht mehr, gib mir eine Woche Zeit, für zu überlegen. Ich habe zu Enrico gesagt, okay, ich gehe es machen, aber ich will es nicht hier machen, wo letztes Mal ich bis hier war. Aber ich will es an dem Park machen, an den Giardini. Das wird nicht einfach gehen, wenn du bereit bist, mit mir zusammen dafür zu kämpfen, dann das können wir machen. Ne? Und ich gesagt, ja, okay, machen wir. Und effektiv, das wär ein Arbeit für mich und auch für ihn, eigentlich, für 6 Monate, ob man es, wo ich nicht anders das gemacht hat. Also für mich, ihn hat damals Menschen auch am Musee geschafft. Für mich war ein bisschen anders. Wir haben doch immens viel geschafft, weil Lützburg hat ja kein Pavillon damals. Und ich habe darüber überlegt und ich habe mich die Zeit ziemlich viel an der Philosophie mit Lyotard und mit dem Baudrillard beschäftigt. Ich habe beim Baudrillard seine Theorie vom Simulacre. Ja. Und dann habe ich gedacht, das wäre interessant. In Nationalpavillon, also das Teppich selber, ein Pavillon, wie ein Fake-Pavillon, ein Simulacre eben. Ne? Das ist eine Fassade von echten drunter. Weil ich auch echt skeptisch bin, was die Rolle des Künstlers bei der Repräsentation von einem Land kann sein. Aber lass mal sagen, ich habe resoniert, bon, ich mache ein Pavillon als Werk mit einer Reflexion über über das, was die Wahrheit der Nationalpavillon ist, und über die Rolle von der Kunst und so weiter. Und ich habe einen Platz von den Giardini, die mir noch immer immens gut gefallen hat, zwischen dem belgischen und dem holländischen Pavillon. Das hat daneben noch Benelux ergeben. Und ich habe dann angefangen, dort bei ihnen zu arbeiten. Zudem müssen eine Reihe Institutionen fragen, ob sie überhaupt mit der d'accord wären. Das erste, dass die Gemeinde Venedig die Proprietär ist vom Boden. Die einzelnen Länder, die sind Proprietär von den Pavillons, aber nicht vom Land. Also die Gemeinde Venedig müssen d'accord sein, Biennale müssen d'accord sein, das wäre direkt der Tür de Jean Clair. Und plus haben sie aber gesagt, die zwei Opern, also Belgisch und Holländer. Ja, da hat das schon vieles gesagt. Weil der Belgier muss ja wissen, dass die nicht ein Kulturminister mit zwei, immer wenn die nicht ja sagt, den anderen nein. Wir kennen ja Belgier, wissen ja, wie das ist. Und das wäre voll Probleme für programmiert. Gibt so ein Dossier für Korrespondenz, von diplomatischen Verwicklungen für die Pavillon überhaupt zu bauen. Ne? Das ist nicht so, dass, wie verschiedene Leute meinen, dass wir durch einen Favor von Jean Clair gemacht haben. Wir haben den Jean Clair überhaupt nie gesehen. Der Jean Clair, den hat sich war nicht ganz glücklich da, den hat sich an seinem Büro angesperrt und hat praktisch mit keinem Menschen geschwätzt während der Biennale. Der Titel ist hier Potemkin Lock gewesen. Ne? Und Lock ist ein Schleiß im Englischen. Und das ist darum gegangen, konzeptuell ein Schleiß zu machen. Ein Schleiß hat immer zwei Niveaus von Wasser. Ne? Das Schiff fährt dann Schleiß ran, geht drauf oder rauf und dann fährt auf einem anderen Niveau weiter. Und nachher ist es darum gegangen, das, was mich interessiert, tut, wer die Leute von einem Niveau aus der Kunstwelt an ein anderes Niveau zu bringen. Das heißt, wenn du dann die Pavillon rackens, dann wirst du praktisch aus der Biennale raus.
Das war das Konzept. Dafür war hinter der Fassade war eigentlich rum der Park. Und das ist der einzige Platz, wo du aus den Jardinen gesehen hast, da du eine Karte drin hast. Du hast gesehen, die Campanile, du hast Fisch gesehen von den Leuten und so weiter. Du hast eine ganz andere Atmosphäre wie, wie sonst. Und das Einzige, was man gemacht hat, hinter der Entree war so ein. Wie nennt denn das? Im Italienischen nennt das Intercapedine, so ein Durchgang. Wo du da durchgegangen warst am Eck und dann warst du am, am Giardino, am, am Park. Und da hatten wir so ein Dosen weiße Liegestuhl aufgestellt. Und da war ein Audio-Wirk da. Das heißt, da sind immens viele Leute gekommen, die haben noch Kunstgesicht, wenn sie da bis raus waren. Das heißt, sie haben Gesicht als Malerei, Fotografie, Video, Skulptur, Installation, was das heute? Was sie gesehen haben, war eine Situation, wo ich still, je nachdem, wie es da kommt, wer kennt, da hast du so zu sehen, da hast du so zu treffen, einen Musikdirektor da zu schlafen, weil bei ihnen alles gelangweilt wird. Hast du sitzen immens viele Leute da, das war, ein, war praktisch eine Situation wie um Lied da, mit der Liege still. An immens relax an durch die Klangarbeit, die ich mit Ralf Rippinger gemacht habe, da sind in Hip Hop Song mit der Stimme von Marcel Duchamp an du hat mal ich hatte so ein von einer Radiosendung von Duchamp ganz lang Interview fand den CD plus ein Buch und da habe ich mal einen Text gemerkt. Ich habe schon verschiedene Sätze rausgeholt, die ich fand, die wären interessant an eine Lied zu bringen. Denn Duchamp war bekannt für sein Silence. Ich fand das interessant, den außerdem nie auf der Biennale zu Venedig war. Denn Duchamp war nie angeladen auf der Biennale zu Venedig, den mal da singen zu lassen. Aber die Reaktion, die war effektiv vom, Kunst, vom internationalen Kunstmilieu, war ganz stark. Ich habe da eine Reihe Leute kennengelernt, auch Musikdirektoren und so, die ganz begeistert waren, mit denen ich auch nur noch weiter geschafft habe. Oder halt noch schaffen, wie Christian Bernard vom MAMCO von Genève, Daniel Soutif, der war damals Direktor am Beaubourg. Das sind natürlich hauptsächlich Franzosen, weil die auch auf den Audio gelaut haben. Aber Kasper König, die Deutsch, ich gebe so ein, also ob man es per rapport zu Deutschland, Deutschland, Frankreich, Italien, werden ganz stark. Weil den ganz starken Effekt, wenn natürlich auch Leute, die gar nicht damit konnten aufhängen. Es gibt auf dem Video, es gibt ein Dokumentationsvideo, den wir wahrscheinlich integrieren, das ist nicht den heute, aber den wir antäglich integrieren. Du gesagt, den Mann, den ist ganz weiß angedauert, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht mehr, ob der war oder ein anderer. Die kommt bis ran, die guckt eigentlich ganz entgegen, dreht sich um, er geht um seinen Weg. Das ist der manifeste Mann, erst einmal aufhängen an dem Mann, das war der Peter Ludwig. der größte Sammler. Das ist, just wie zu sagen, du hast immer ob ein Erbisch, die ein bisschen eine starke Präsenz, so ist die Reaktionen von Begeisterung bis totaler Auflehnung.